Hallo liebe Kunstfreunde, lasst uns heute gemeinsam ein sitzendes Pferd zeichnen. Auf geht's! Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift und zeichne damit in die obere Hälfte des Blattes erstmal einen großen Bogen für die Schnauze. Dieser kann ruhig schön groß und länglich sein. Geht hier noch ein Stückchen weiter nach oben und zeichnet dort erstmal eine gewellte Linie leicht nach außen hin. Von hier aus könnt ihr dann ganz einfach in einem leichten Bogen wieder zurück, sodass hier eine kleine Spitze entsteht. Das gleiche mache ich dann nochmal, um so eine weitere Spitze herzustellen. Daran ergänze ich dann auch nochmal einen kleinen Bogen nach oben und daran noch einen weiteren. An die untere Seite kommt jetzt noch eine Spitze, die ich nach oben hin ein bisschen verlängere. Und an der oberen Seite schließe ich das Ganze dann einfach mit einem Bogen miteinander ab, um so die obere Mähne des Pferdes darzustellen. An den offenen Teil hier an die rechte Seite zeichne ich jetzt noch das Ohr des Pferdes. Dafür gehe ich in einer Spitze nach oben und in einem leichten Bogen wieder nach unten zum Gesicht. Für das Innere des Ohrs könnt ihr jetzt noch einen leichten Bogen an die Seite des Ohrs ergänzen. Das zweite Ohr zeichne ich einfach direkt über die Mähne mit zwei leichten Bögen, die zu einer Spitze geneigt sind. Und auch hier zeichne ich wieder einen kleinen Bogen für das Innere des Ohres dran. An der rechten unteren Seite des Ohrs verlängern wir jetzt noch mit einem Bogen dicht an dem Gesicht die Mähne. An der linken Seite des Gesichts geht es dann weiter mit ein paar einzelnen Haarsträhnen. Zeichnet hierfür ganz einfach ein paar unterschiedlich große Zacken direkt an die Seite des Gesichts. Gut gemacht! Wenn ihr das geschafft habt, dann können wir noch das Gesicht des Pferdes vervollständigen. In den unteren Teil des Gesichts zeichnen wir erstmal einen Bogen, der zur Mitte hin leicht spitz zuläuft. Hier entsteht dann ganz einfach die Schnauze. In die Mitte könnt ihr zwei kleine Bögen für die Nasenlöcher zeichnen. Und darunter ergänzt sich noch ein Bogen, um so einen schönen lachenden Mund darzustellen. Nun geht es an den oberen Teil des Gesichts. Dort zeichnen wir die Augen hin. Zeichnet hierfür erstmal zwei große Ovale. Für die Lichtreflexion zeichne ich einmal schräg nach oben ein etwas größeres Oval und schräg nach unten dann noch einen etwas kleineren Kreis. Das Ganze mache ich bei beiden Augen. Gut gemacht, der Kopf wäre erstmal fertig. Weiter geht es mit dem Körper. Zeichnet hierfür vom Kopf ausgehend erstmal zwei Linien leicht schräg nach unten. Dann geht es hier erstmal ein kleines bisschen weiter nach unten. Dort zeichnen wir einen länglichen Bogen für das vordere Bein hin. Ungefähr von der Mitte aus zeichne ich dann einen Strich nach oben und am unteren Ende dann nochmal einen Bogen, sodass die vorderen Beine leicht überkreuzt sind. Den vorderen Teil der Beine grenzen wir hier jeweils mit einer leicht gewellten Linie ab, um diese später farblich abzugrenzen. Verlängert an der linken Seite erstmal die Linie ein Stückchen weiter nach unten. Dann zeichnet ihr für das hintere Bein einen großen, länglichen Bogen zur Seite hin. An der unteren Seite verlängern wir das Ganze bis zu den Beinen. Und auch an der rechten Seite könnt ihr jetzt je nach Bedarf die Linie ein Stückchen weiter nach unten hin verlängern. Und auch hieran einen großen, länglichen Bogen für das hintere Bein zeichnen. Wir zeichnen auch hier wieder an die vorderen Seiten jeweils einen kleinen Bogen, um das Ganze so farblich voneinander abzugrenzen. Dann gehen wir an die mittleren Linien von unseren Vorderbeinen. Zeichnet hier jeweils einen kleinen Bogen nach oben zum Gesicht, sodass der Bauch dann auch später farblich abgegrenzt ist. Und wenn ihr jetzt auch schon so weit seid wie ich, dann können wir das Bild jetzt ausmalen.
Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Mein sitzendes Pferd ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!